Moin zusammen, weiter geht's mit Empires of the Undergrowth und den nächsten zusätzlichen Level, Besetzung. Ein Level, welcher dem Kampagnenlevel 1.1 Neues Zuhause ähnelt, aber mehr Wissen über das Spiel erfordert und Waldameisen statt grauschwarzen Sklavenameisen verwendet. Führe deine Waldameisenkolonie ab dem bescheidenen Anfang und besiege alle Kreaturen auf der Karte, um zu gewinnen. Du hast Zugriff auf Mörser Waldameisen. Okay, soll ich auch auf schwierig spielen? Oh Gott, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, wo ich was bauen kann. Versuchen wir es mal. Da fällt mir die Wahl recht leicht. Aber das hier sind schon Gegner. Mach mal auf hier. Oh Gott, ach du Güte. Okay. Mal weiter. Ja, genau. Ich glaube, das war's schon. Yep. Okay. Level neu starten. Genau. Genau mein Humor. So, pass auf. Sammel einen an den Mist. Hier runter kann ich nicht. Da kommen noch mehr Gegner. Ich muss nach links in die große, damit ich erstmal Futter und Bauplatz bekomme. Auf jeden Fall warten, bis er hier geschlüpft ist, der Ameiser. Chance wäre. So, geschlüpft ist er. Hier nur eine kleine Kammer aufmachen. Und dann kommen drei Stück hier vorne an die Tür, ne? Kein Essen sammeln. Von Angriff. The battle has begun. Gut. Gut. Ja, komm schon, da muss doch jetzt langsam mal einer von den Gegnern umfallen. Ich habe gleich kein Futter mehr. Yes, einer von den Gegnern ist down. The Queen is in imminent danger. Nö, auf schwer. Keine Chance. Zurück. Was hätte ich denn machen sollen? Keine Chance. Ich hab kein Essen, um die Einheiten immer wieder an Bord zu holen. Mal 75 Nahrung, ne? Das heißt, ich kann ein Feld bauen und dann ist Schluss. Mehr gibt's nicht. Kann ich natürlich gucken, bevor die drei angekommen sind, dass ich einmal Futter wegnasch. So, die eine stirbt, der Rest zieht sich zurück. Ja, toll. Noch eine tot. So, und jetzt alle rein hier. Ah, du darfst gerne mitspielen. Vergessen. Macht so gut wie kein Schaden, ne? Aber der killt einen nach dem anderen von meinen. The Queen is in imminent danger. Ja, und das war's. Zum Hauptmenü. So, Besetzung, Schwierigkeit leicht. Mal gucken, ob das geht.
Aber diesmal versuchen wir es mit dem Mörser. Ist zwar noch teurer, aber was soll ich machen, ne? Mörser kommt auf die 2, bleibt hinten. Die 1. Einmal Futter sammeln und dann zurück zur Tür. Ja, sie laufen nach vorne, natürlich. So, jetzt hier vorne an der Tür aufhalten. Aha, guck mal. Zum Hauptmenü. Pass auf. Spielen, Arcade, zusätzliches Level, Besetzung, schwierig. Versuch's mit Mörsern, nicht mit den anderen Rätsche. Ich mache auch hier nicht so viel Platz frei. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Oh, die 1. Sammeln ein den Käse. Ups. Nach hinten, eins hier aufmachen. Los, sammelt ein bisschen. Ja, gib Gas, gib Gas. Ah, scheiße. Nicht kämpfen hätte ich vielleicht einstellen sollen. Okay, ran an Speck. Ein Essen sammeln. Was ist denn mit. Warum schießt die Mörsermeise nicht hier? Zu, Mäuschen. Ja. Und Neustart. Okay, ist glaube ich gar nicht so verkehrt, ne? So, wir graben jetzt darum. Nicht kämpfen. Ah, ich mag es ja knifflig, ne? Aber wenn man so komplett gar keine Chance hat, so, das geht mir echt auf den Piss. Man hat ja eine Chance, ne? Der Entwickler hat sich ja was dabei gedacht und es scheint ja auch machbar zu sein. Nee, wir gehen da durch mit den 7 Arbeitern und Nahrung sammeln und zurück. Kämpfen. Gut, und Mörser schießt jetzt deutlich früher. Yes. Ja, guck mal, und schon wird das. Jetzt wird's. So, fall um da. Stirb. Okay, geil, geschafft. Zack, Essen sammeln. Da kann ich hoffentlich rein. Ohne, dass er hier getriggert. Kann ich zwischenspeichern? Nein, kann ich nicht. Ansonsten sind sie... Ach Gott. Ansonsten sind hier überall immer nur Gegner. Nahrungslager voll. Ja, aber statt Nahrungslager dafür Nahrung zu verschwenden, baue ich lieber Nester. Aber da kann ich gar nichts wegbuddeln, ne? Ich kann hier unten noch, da, das ist zu krass. Da, ich weiß auch nicht, wie groß die Kammern sind, ne? Wenn das nur 2 kleine Gegner sind, dann kann ich hier nach unten. Da sind es hoffentlich auch nur 2 kleine, vielleicht 3. Ja, hier, ganz am Rand. Ganz am Rand und hoffen, dass das da irgendwie nur 2 sind. Die Arbeiter kämpfen mit. Gar keine Frage. Eine große Wahl habe ich gar nicht. Und wir müssen einmal kurz hier die Nester mit Eiern füllen. Was für eine Brutmutter. Auch rein. Und warten. Warten, bis sie geschlüpft sind. Ich habe nur jetzt... Ach du Scheiße. Ich muss alles töten, ne? Ja, ab einer gewissen Koloniegröße kann ich ja alles wegschroten. Dann ist ja irgendwo kein Problem mehr, ne?
Ich weiß nicht, wo ich hin möchte. Okay, nach unten. Wir versuchen es hier. Dann kämpfen wir dahinter. Kein Essen sammeln erstmal. Erstmal wird nur gekämpft. Sind alle da? Da kommen wir zurück hier. Ich brauche ein bisschen Schild vorne und aufmachen. Ja, yeah, guck mal, das schaffen wir. The battle has begun. Auf sowas muss ich hoffen, auf so eine Gegner. Yes. Gut, bringt's Essen nach Hause, Kinders. Achso, Essen sammeln erlaubt. Brauchen wir noch ein Nest? Das kann jetzt auch weg. Okay. Wie groß ist diese Kammer hier? Kommt da nur einer oder kommen da mehrere? Ich warte, bis sie geschlüpft ist. Ist mir egal, wie lange das dauert. Ich brauche jede einzelne Einheit. Mörser machen auf jeden Fall gut Schaden und dann noch so ein bisschen Fußvolk, die Gegner abbremsen, damit die Mörser schießen können. Ne? Ach, Dusselchen, komm. Einmal nach Hause, Ei abholen. Oder wie lange braucht ihr jetzt zum Schlüpfen? Und die waren alle noch gar nicht wieder gefüllt. Jetzt seid ihr bereit, ne? Gut. Knops. Da aufmachen. Nee, da aufmachen. Nur der eine, bitte. Nur der eine. Shit. Und dann auch noch Gegner, the ants must defend wo ich nichts zu essen für kriege, ey. Das heißt, ich habe jetzt nur Verluste, aber kein Essen. Teuer. Darf ich hier runter und Essen schnappen oder werde ich vernichtet? Fragen über Fragen. Und? Oh nein. Egal, ran da, Leute. Oh nein. Nicht Essen sammeln. Nicht Essen sammeln. Boah, ist das nervig, ey. Wenn ich wenigstens wüsste, was da irgendwo kommt, ne? Ja, nee, komm, die nascht jetzt hier ein nach dem Weg. Neustart! Es geht mir auf den Sack. Gut, ich weiß, unten sind Ameisen und eine Kackspinne. Gut, nochmal das Ganze. Mörser. Am Anfang nicht kämpfen. Nur auf die zwei. Dahinter. Habt ihr ein Ei draufgelegt, ne? Ja. Flops. So, neues Ei drauflegen. Aufmachen. Einmal Essen holen und ab nach hinten. Kämpfen, the ants must fight. Yes. Gut, alle Mann nach vorn. Da ist ein bisschen Essen. Kann ich ran. Da ist die Kackspinne. Hier sind 3-4 Gegner, ne? Aber wenn ich Pech habe, ist das hier auch wieder so eine Spinne. Nahrungslager voll. Okay, zweiter Mörser, bitte. Ich gehe gleich hier oben hoch. Mir das dann doch mal an auf der Ecke. Ich wahrscheinlich genauso auf den Sack wie eben.
das Nest. Nee, lass erstmal. Gut, also Dion kann ich mir holen. Eine so große Herausforderung. Gut, das jetzt alle, ne? Bei Schlüpfen. Muss nochmal zurück. Wenn die geschlüpft sind, Nester wieder auffüllen. Und wieder ab nach vorne. Die Kammer aufmachen. The ants must defend themselves. Zwei Arbeiter sind weggelaufen. Sehr cool. Gut, da nicht rüber. Ameisen, böse. Spinnen hier unten, auch böse. Ich hier runter. Ich weiß nicht, was da, Nahrungslager voll. Ich weiß nicht, was da auf mich wartet. Guck mir hier oben gleich an. Oder alle? Nee, komm hier. Bau da noch ein Nest Nahkämpfer. Den warten wir auch, bis er geschlüpft ist. Dann kommt hier wahrscheinlich gleich so eine Superkröte rüber, wenn ich das Ding hier aufmache. Das sind auch Ameisen hier oben. Boah, Halleluja. Ich sterbe noch nicht. Okay. Butter auffüllen. Sehr geil. Nur Mörser und die anderen Dinger, ne? Ich glaube, ein bisschen Futter mache ich, aber nicht zu viel. Okay. Also, ich weiß, hier sind Ameisen. Die Quatsch, da war irgendwie noch eine einzelne Einheit, ne? Den können wir auch nochmal eben wegholen. Liste auffüllen. 100 haben wir. Okay, dann... Doch gerne noch ein Mörser. Oh, hier, Essen unterwegs noch liegen gelassen. Noch besser. Mach da mal auf. Bringt's Essen ins Nest. 14. Unten. Alle nach vorne. Öffnen. Oder war das jetzt nur eine Ameise oder war das schon der ganze Trupp da unten? Ich glaube, das war schon der ganze Trupp, ne? Ich traue mich nicht. Okay, wir gehen hier nach links. Ja, scheiße. The ants must fight. Okay. Den kriegen wir aber ganz gut weg. Kriegen wir ganz gut weg. Yes. Das Ding, da gehe ich bestimmt nicht rein. Ich bin auch nicht bekloppt. Ich hier hochkämpfen. Es ist auch zu voll hier. Die da lagen. Keine Ahnung, was. Nee, das, bis ich da an Essen komme. Vielleicht gehe unten rum, ne? Das war diese Kackspinne, die ich nicht kaputt kriegen werde, wenn alle. Essen sammeln. Das ist zu teuer, glaube ich, an der Stelle. Hier ist auch irgendwie voll. Ah, was soll schon passieren? Wir gucken.
Will mich hier unten durch. Hoffe, dass ich da ans Essen komme. Und ah! Die sind doch herzlich The ants willkommen. Must defend themselves. Oh, sehr gut. Nehmen wir nach vorne. Mehr Mörser. Ja, hier hätte ich vielleicht bauen sollen, aber ist egal. Egal. Gut. Restfutter wird für Eier genutzt. Obwohl 76 könnte ich eigentlich noch einen Mörser bauen. Da will ich nicht rein. Das sind auch wieder Spinnen. Da ist irgendwas Großes. Futtertechnisch würde es sich wahrscheinlich lohnen. Weiß nicht, ob ich hier rein kann. Oder ob das auch wieder so ein Spinnen... Gewebsel ist hier. Wenn ich da jetzt nach unten gehe. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Essen fehlt. Schaffe ich das da? Weiß nicht, was da drin ist. Da verliere ich nur Einheiten. Ich gehe hier oben mal anklopfen. Das ist irgendwas Großes. Aber 13 und 8. Den könnte ich tatsächlich schaffen. The ants must defend themselves. Macht ja irgendwie nur Verwirrung und moderaten Schaden. Oh, yes. Den haben wir. Ja, das ist echt so ein Pokerspiel, ne? Man weiß nicht, was verbirgt sich hinter Tor A, B oder C. Wenn ich Pech habe, ist halt der Zonk. Und dann war es das mit meiner Kolonie. Auch auf jeden Fall viele, die vorauslaufen, wenn ich da unten die Spinne wegnaschen möchte. Mörser. Gut, wir haben genug. Gehen wieder runter. Weiß nämlich nicht, sind das zwei Spinnen oder nicht. So, 1 und 2, kein Essen sammeln. The battle has begun. Ja, die kriegen wir jetzt ganz gut weg. Sehr cool. So. Ameisen einmal ins Nest zurück. Die Arbeiter. Nester auffüllen. Überall Nester auffüllen. Okay, eines geschlüpft, ne? Hier liegt noch ein bisschen Futter. Gut, mit denen gehen wir ziemlich auf die 3. Auch nichts essen. Hier runter. 1, 2. Und die Arbeiter sind nämlich schön billig. Die sollen vorlaufen, einfach ins Nest. Als erstes weggeschnappt werden. Und dann kommt die Armee hinterher. Ich hoffe, das geht auf, so wie ich mir das denke. So, 3. 1, 2. Ja, guck mal. Nee, wo rennst du hin? Nicht einen Mörser wegnehmen. Sollst die billigen... Ah ja, genau. Hol dir die billigen Arbeiter. Ja. Jetzt können wir Essen sammeln. Gut. Das war gut. Ein Lager bauen wir so ein bisschen aus. Und... Mörser.
Da kommen irgendwie Beschleuniger dann später zwischen, dass ich die noch verbessert kriege. So, Restfutter behalten wir wieder für die Nester. Mit Glück kriege ich hier nur Futter, mit Pech ist hier auch noch offen und ich kriege richtig, richtig Dresche. So, das ist die Frage, ne? Ich glaube, hier oben ist wieder so ein Spinnending. Ich gehe hier oben durch. Eins, zwei. War nicht ganz so clever. Die letzten 15 hier dafür auszugeben. Okay, wieder nichts zu essen einsammeln. Tastenzeit. 3 kommt nach vorn. Nester sind aber gefüllt. Aufmachen. Mal gucken, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Yes. 1, 2, 3. Die zwei. Der erste da unten ist down. Dich da nach vorn. Sammelt aber auch weg hier, ne? Jetzt haben wir sie aber. Oh, es stirbt endlich. Das gelohnt hat. Verluste waren jetzt doch deutlich höher als bei der anderen Spinne eben. Da will ich definitiv nicht rein, hier oben schon gar nicht. Oder erst recht nicht hier unten. So, wo kommt jetzt was? Hier sind überall nur Gegner, will ich nicht hin. Als nächstes gucke ich mir das da an oder das da. So, die gehen oben rum. Ach, soll doch abbauen. Essen sammeln. Mit 2 ist ja mehr Schaden. So. Ja, gehe ich hier runter und riskiere das da oder? Ja, machen. Nahrungslagerfeuer, okay. Baut man noch einen Mörser aus, ja? Und die Ameisen gehen einmal die Arbeiter hier hoch. Okay, noch nichts passiert, ne? Sehr gut. Da liegt nämlich noch 15 Futter. Zweimal. So, gebaut. Muss man ein bisschen die Uhr im Blick halten. Ich mache mal meinen kleinen Wecker, sonst hänge ich hier wahrscheinlich 3 Stunden dran, weil ich 100 Mal verkackt habe. So, zack. Ungefähr 25 Minuten. Los geht's. Die 1 kommt mit zu den Nahkämpfern runter. 2 unmittelbar dahinter. So, wenn alle da sind, ziemlich auch so doof, dass ein ganzer Teil rennt wieder zurück, weil die irgendwie so Patrouille machen. Was macht's ja nicht besser hier unten? Jackpot! Das war gut. So, da gehen wir gleich rein. Der sieht auch klein und schwach aus.
1, 2 ausbauen. 2 Nahkämpfer auch verbessern. Nicht nur auf ausschließlich auf Masse, sondern auch so ein bisschen Qualität damit beilassen. Essen. Gut. Arbeiter wieder rein. Die 2 soll dahin. Den machen wir jetzt auf. The battle has begun. Yes. Down. Gut. Sammeln. Der hier auch gleich. 11. Der ist dann auch gleich auf 12. Da können wir mittig nochmal ausbauen. 11, 12. Okay. Will ich da ran oder will ich da nicht ran? Da ist eigentlich am meisten Futter drin. Oder hier oben, aber das ist genauso, genauso eklig. Wir gehen hier rein. Ah, oh, scheiße, ich wusste es. The ants will fight to the death. Ja, ich habe mir schon gedacht, da sind Ameisen drin. Das sieht nicht schlecht aus, aber ich habe hohe Verluste gerade. Sehr cool. Könnt ihr aufmachen? Da auch, passiert nichts. Okay. Erstmal wieder nach Hause, die Arbeiter. Da kann ich nicht rein. Das ist mein Tod. Da oben ist ein großer. Ich weiß noch nicht, was das für einer ist, was er kann, was er nicht kann. Wie wäre es ideal, wenn es diese komischen kleinen Käfer sind? Gehen wir uns angucken. So, Nester mit Eiern schon gefüllt? Nee, noch nicht, ne? Na, guck mal hier. Die eine auf Level 3 oder. Nee, erstmal Nahrung sparen. Hier schlüpft gleich auch noch. Ein Essen sammeln. Wir werden sowieso erstmal kämpfen. Öffnen. Und? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich freue. The ants must defend themselves. Ich habe auf so eine Käfer gehofft, aber nicht auf Stufe 2. Kein gut aussehen ist das Schwein hier. Gut, mit ordentlich Kanonenfutter geht das. Ich
glaube, wir bleiben hier unten. Hier sind es wahrscheinlich wieder Ameisen. Hier oben durch. Ich weiß es nicht. Warte mal, hier können wir durch. Nahrungsmittellager voll, ne? Ja, hoffe ich doch. Wenn ich hier nämlich aufmache und überrannt werde, schlüpfe ich schneller nach, als sie gucken können. Ja, öffnen. Und wir haben sie hier an der... The battle has begun. An einer schmalen Stelle. Oh, das war sehr gut. Sehr cool. Mache ich ruhig die Mittelverbindung weg. So, gehen wir nach unten oder nach rechts? Nach rechts wäre eigentlich auch nicht schlecht hier an der Stelle. Wenn das auch wieder alles kleine Ameisen sind, Stufe 1 oder so. Egal, komm, wir versuchen es. Wenn das natürlich alles Ameisen Stufe 3 sind, aber dann wäre das Ausrufungszeichen größer, glaube ich. The battle has begun. Und wie groß die hier ist, ne? Die Mörser Stufe 3. Jeha! Einer. Okay. Jetzt gehen wir hier unten rein. Über den Weg. Dann ist hier schön schmal. Alles in einem kleinen schmalen Tunnel. Ameisen voll. Ausbauen. Sehr cool. Ausbauen. Und ausbauen. Haben wir zwar nur noch 6 Nahrung, aber die hier wird jetzt neu einsortiert. Haben wir wieder ein bisschen mehr. Gut, die können weg. Und öffnen. Ja, ich weiß, 2, 3 Bauarbeiter hier vorne drin. Die Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Ja. So ähnlich habe ich es mir gedacht, dass das so ein kleinerer Tunnel ist. Sehr, sehr cool. Keine Ahnung, ob es einen versteckten wie heißt das? Secret für gibt oder so. Nahrungsmittellager voll. Okay, noch mehr Mörser auf Stufe 3. Ausgebaut. Wird der hier gleich noch ausgebaut? Dann noch einer auf Stufe 3. Dann machen wir hier unten auf. Gucken, was da drin ist. Gottesanbeterin wäre der Horror, glaube ich, für mich jetzt. Nee. So einer, Stufe 6. The ants must fight. Ein Hoch auf die Mörser. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ach, guck mal, was haben wir. Ach nein, diese schwarzen Kammern kann man auch noch aufmachen und da vielleicht Futter hinterfinden.
So, pass mal auf, Leute. Dann geht er mal runter. Dann ist das noch ein Grund mehr hier, das Schwarze auszubuddeln. Wenn da irgendwelche Asseln drin hocken. Tatsache. Ach, wie gut. Gut zu wissen. Sind fleißig am Futter sammeln. Ausbauen. Okay, hier außen komme ich nicht hin, ne? Will ich mir da einmal angucken? Da komm, hoch da. Lager schon wieder voll, okay. Bei Nahkämpfer auf Stufe 3 jetzt. Ah, ist. The ants must fight. Ja, aber wir naschen sie schon deutlich besser weg als noch zu Anfang. Weiß nicht, ob ich mich daran traue. Und? Oh, wie gut. Essen fassen, ab ausbauen. Na, die Kammer will ich noch nicht ran, aber kommt auf jeden Fall gleich auch noch. Kann ich mich hier durchbuddeln oder kriege ich dann da Stress? Ich würde gerne die Abkürzung hier nehmen. Gehen mal auf 20 Nahkämpfer. Dann noch irgendwie 25 Fernkämpfer. Wie viel Vorrat haben wir noch? Nichts mehr gleich, ne? Gleich ist alle. Links weiter oder rechts? Weil rechts sind ausschließlich Gegner und links haben wir noch ein bisschen Chance auf Futter ohne Gegner. Oh, drückt die Daumen, Leute. Und? Ein Essen sammeln. Hol durch den Käfer. Ich könnte mir fast denken, irgendwo ist noch so eine richtig fiese, große Spinne, die rennt einfach durch, zurück zu Mama ins Nest und dann ist, werde ich von ziemlich hart von hinten zerlegt. Oh, das war's schon mit Futter, ne? Schon wieder. Will ich da oben hoch? Ich will da oben nicht hoch. Da will ich eher lang. Ach komm, harmlos. Das geht noch. The battle has begun. Aber ich kann mich hier hinten reinschleichen. Da ist nichts, aber vielleicht ist da Futter. Yes. Na, es ist ganz geil mit diesen kleinen Futterkammern.
40 da drinne. Gut, das alle. Will ich hier oben hoch? Nein, die wollen definitiv nicht. Kommen da nur Ameisen oder sind das Käfer, die ich essen kann? Finden wir es raus. Dort oben. The ants will fight to the death. Ja, mittlerweile habe ich eine Stärke, von der ich sage, ich kann mutiger werden, ich sollte es aber nicht übertreiben. So. Und? Kriegen wir auch. Oh, wie gut, wie gut. Okay, Fernkämpfer ausbauen. Nahkämpfer, Nahkämpfer. Wir uns schon aufmachen? Nein, wir füllen erstmal die Nahrungsbestände wieder auf. Verbessern die Leute. Nahrungslager voll. Ja, Leute, dann fängt man mit dem Ausbauen hier. Okay, Essen ist alle anscheinend. Gut, Randa. Wir machen hier auf. Oder? Sieht es dann auf der Seite aus? Ja, hier sieht es ein bisschen entspannter aus. Gehen wir doch wieder auf die rechte Seite, war ich lange nicht mehr. Gott, da machen wir einen auf. Einen auf Level 3 nochmal. The ants will fight to the death. Da ist noch mal ein fettes Futterlager, ne? Da unten könnt ihr auch einmal aufmachen. Da ist dann noch nichts miteinander verbunden. Kein Essen mehr. 200 kommt jetzt aber rein. Das war's schon, ne? Ein Essen. Okay, hier machen wir auf jetzt. Alle zu Hause. So, da kommen schon zwei Arbeiter. Gute Reserven haben wir. Ach du Kacke. The battle has begun. Ah, die Mörser. Die Mörser reißen das Ruder rum. Sehr gut. Mähen da aber auch durch die Gegner, ne? Also echt. Wenn ich da aufmache, habe ich direkt zwei Kammern offen. Wenn ich da aufmache, ist nur diese. Ich mache hier gleich auf der Ecke. Und hoffe, dass da keine Ameisen sind.
Gott, Nahkämpfer verbessern hier. Den Ausbau kriege ich die beiden auch auf 3 gleich. So, einmal die Tür aufmachen, bitte. Und noch einen. Oh, muss erst den Schlosser bestellen, dass er die Tür hier aufmacht. Oh, yes. The ants will fight to the death. 1, 2. Oh, da ist dann noch einer auf Stufe 3 gleich. Buttertime. Ja, aufmachen. Nahrungslager voll. Mal gucken, was das hier für Viecher sind. Ja, yeah, wieder meine Lieblinge. The battle has begun. Gott, bringt's Butter weg. So, unten aufmachen oder oben aufmachen? Da hier hinten aufmachen. Oder da die kleine. Jetzt mache ich, glaube ich, hier die Kammer gleich auf. So, plopp. Oder mein Wecker hat gerade geklingelt. Ich glaube, das ziehe ich durch. Viel ist hier nicht mehr. Wir machen jetzt hier. Ne, da oben machen wir auf. In der schmalen Ecke hier. Gut, sind alle Nester gefüllt. Den könnt ihr nochmal auf 3 machen. Den dann auch. Dann könnt ihr hier das Futter wieder wegbringen, bitte. Zwei losgeschickt, nicht die 1, die 3. Öffnen. Gut, Mörserkämpfer sind gleich alle da. Und Daumen drücken. Ich weiß nicht, wenn das eine Gottesanbeterin ist und irgendwie noch andere Mistkäfer da, dann hat sich im Strahl. Nee, guck mal hier. The ants will fight to the death. Sehr, sehr geil. Mörser Stufe 3 sind einfach der Knaller. Ja, jetzt kommt er ran. Macht aber nichts mehr. Echt mit der Erde. Gut, sonst haben wir alles weggebuddelt, ne? Irgendwo. Ja, okay, da ist klar. Aber sonst haben wir alles an Erde weggebuddelt. Vielleicht gibt es ja ein kleines Easter Egg oder Secret oder wie es auch immer heißt. Gehen wir hier noch 5 unter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriegen wir sogar noch unter. Da sind sie immer noch dran am Knuspern.
Gut, alles ist weggefuttert, ne? Da oben hoch oder hier unten runter? Erstmal hier unten runter. Schön auf die schmale Kammer. Aufmachen. Boah, Nahrungslager voll. Nahrungslager wird aber gleich geleert, wenn hier meine Leute verrecken. Ja, eins und zwei Randa. The battle has begun. Die töten einfach nur, aber ich krieg keine. Oh oh. Schutzschilder nach vorn. Das war Auchi, aber wir kriegen hier 450 Futter aber raus. Ich glaube, als nächstes hole ich diese beiden, weil hier oben sind wahrscheinlich direkt drei. Eins, zwei. Alles verbessert, alles ist voll. Aufmachen. Oder nee, mach da auf. Nicht hier unten in der Ecke. Zwei zurück, eins dorthin. Da kommt zwei aber da. Nahrungslager voll. Ja, das ist gut, dass das Nahrungslager voll ist. Nur zwei von diesen Käfern. Geil. Die kriegen wir zum Glück weggenascht. Nochmal 200 Nahrung. Yes. Und da? Nein, das machen wir als letztes. Wirklich, das ist wirklich die letzte Kammer. Und hier oben gehe ich da lang gleich. Da haben wir schon alles gegessen? Yes. Der letzte Futter kommt ins Lager. Das wo? Achso, war hier unten der eine Krümel. So, hier oben können wir direkt aufmachen. Da kommt ein Arbeiter. Sind nicht alle Kämpfer da? Brechen. Auf die warten wir noch mal, dass die paar hier da sind. So, nur aber. Yes, kriegen wir auch. Oh, wie gut. Und ich glaube, habe ich jetzt leicht oder schwer? Ich glaube, ich hatte doch wieder auf schwer gewechselt, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. 10. Nicht mehr so viel essen jetzt, ne? 11. Okay. Die letzten Käfer. Da gehen wir rein. Gott, alles soweit verbessert, in Anführungsstrichen, wie ich kann. Aufmachen. Letzte Kammer. Und da ist jetzt ein Ochsenfrosch hin und hinter und drei von diesen Riesenspinnen. Und Daumen drücken, Daumen drücken. The battle has begun. Jawohl. Der erste ist down, aber der bricht, der drischt hier ganz schön durch. The colony is starving.
There's not enough food to feed the new brood. Yes. Boah, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist mit letzter Kammer. Die sind zu krass. Alles davor hätte ich ja hingekriegt, aber nee. Boah, Mist. The Queen is in imminent danger. Ja, und leider keine Königsgarde, ne? Mit Königsgarde hätte ich das ja nicht geschafft hier. Schade. Ah, schade, schade. Das war's. Okay, aber naja. Schöne Knobelaufgaben. Weiß auch nicht, ob ich die vielleicht nicht vorne hätte angreifen sollen, sondern zu Hause bei mir, dass ich nur zwei Arbeiter vorschicke, dass die den Tunnel aufmachen, aber gekämpft wird bei mir mit Heimvorteil. Man weiß es nicht. Ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal an, aber nächstes Mal dann doch auf Medium. Und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.